In der Nacht auf Samstag ist es auf Höhe des Sportplatzes Sindersfeld zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 25-jähriger Marburger prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizei geht davon aus, dass nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn der Auslöser des Unfalls war. Der junge Mann besaß keinen Führerschein und war kurz vor Mitternacht von Rauschenberg in Richtung Sindersfeld unterwegs. Auf Höhe des Sportplatzes verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über den Randstreifen und prallte gegen einen Baum.